Wir sind mittendrin. Ach toll, habt ihr da kaputt gemacht? Nein. Ja, und die Kinder stehen im Weg rum. Wollt ihr jetzt so lange hier sitzen, bis Oma und Opa da sind? Ja. Nachdem gestern also die Küche hier rausgeräumt wurde, ist jetzt hier ein großes Nichts. Und wann kommt die neue Küche? Kommt die dann gleich? Ja, ja, die neue Küche kommt gleich. Die Mama. Ich bin schon sehr gespannt. Lilly, kommst du mit? Küche angucken? Es ist Wochenende. Eva ist heute früh schon nach Köln geflogen und ich. Ey, da ist noch ein Platz mehr. Ja, beschäftige mich hier mit den Mädchen. Die machen gerade die Einladung für ihre große Geburtstagsparty fertig. Sehr gut. Ich habe da so ein paar zugegebenermaßen nicht besonders schöne Einladungskarten gekauft im Supermarkt. Es muss jetzt einfach irgendwie schnell gehen, aber die werden jetzt verschönert durch Aufkleber und Malereien. Ne? Ja, so sieht's aus bei uns noch. Lange allerdings nicht mehr, weil... Weihnachtsfeiertag. Was kommt übermorgen? Was kommt in 2 Tagen? Oma und Opa. Nee, morgen kommen Oma und Opa. Und was kommt dann? Geburtstag. Eine neue Küche. Was kommt dann? Neue Küche. Das heißt, ich darf jetzt, nachdem wir heute noch ein letztes Mal quasi ein paar Gäste hier haben, anfangen, alles auszuräumen. Ein bisschen was hat Eva auch schon ausgeräumt. Hier offensichtlich noch nicht. Hier auch noch nicht. Ja, hier zumindest so ein bisschen aussortiert. Oh, hier ist es schon leer. Na, immerhin. Eine Schublade weniger für mich. Also ein, 2 Tage wird es hier aussehen, wahrscheinlich wie im absoluten Chaos. Aber ansonsten ist eigentlich alles organisiert. Und wir sind schon aufgeregt. Was denn? Ja. Das machst du ganz toll, Luisa. Nächster Tag. Wir sind mittendrin. Also ich viel mehr und die Kinder stehen im Weg rum. Ne? So wie sich das gehört. Und außerdem hat es draußen noch geregnet. Deshalb muss ich hier die Abdeckung für unsere Polstermöbel trocknen. Und die Polstermöbel auch. Hier stehen schon ein paar Umzugskisten. Hier werden irgendwelche Kunstwerke aus Knete geformt. Was ein bisschen kontraproduktiv ist für das, was ich hier eigentlich machen muss. Nämlich die ganzen Schränke leer räumen. Habe jetzt schon ein bisschen angefangen, aber das Geilste ist, also der Lichtblick des heutigen Tages, sonst bin ich eigentlich relativ angenervt, weil sowas macht halt einfach keinen Spaß, dass ich hier zum Beispiel so eine ganze Wanne voll Müll schon aus diversen Schubladen rausgesammelt habe. Die schmeiße ich gleich weg, alles in die Tonne. Ach, das ist eine Befreiung. Herrlich. Nachher kommen noch meine Eltern, die mich auch in den nächsten Tagen hier ein bisschen unterstützen. Und dann geht's los. So. Was macht ihr? Ihr macht hier was kaputt. Ach toll, habt ihr da kaputt gemacht? Nein. Nein? Das war schon. Was ist denn das hier Schönes? Guck mal, ihr habt ein ganz tolles Puzzle geschenkt bekommen. Ne? Von... Ich hab das gemacht. Das hast du gemacht, Lilly? Ja. Was ist denn da drauf zu sehen? Was ist denn das? Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau. Ein Wal. Ein Wal, ne? Ein Riesenpuzzle. Das ist toll. So, sieht schon einiges besser aus hier. Was ist denn das? Ach, hier muss ich noch. Oh Gott. Man denkt ja immer so, Mensch, diese paar komischen Schränke, die leere ich dann einfach aus und stelle den Kram woanders hin. Aber wenn man dann erstmal dabei ist, merkt man, es ist irre. In eine Windel packen. Oh. Wir drehen langsam alle durch. Kannst du bitte in die Windel kackern? Nein, ich werde in keine Windel kackern. Mann, nee. So, hier stehen überall die Töpfe. Aber jetzt ist hier, auch wenn es gar nicht so ein Riesenunterschied optisch ist, aber natürlich alles leer, alles. Auch die Dinger. Ah! Ne? Schön, oder? Ein paar Sachen brauchen wir ja noch, um heute Abend irgendwas zu machen. Und morgen früh natürlich einen Kaffee. Und das Witzige ist, meine Eltern kommen ja heute, und die Kinder, die können es einfach nicht abwarten. Die fragen ja alle 2 Sekunden, wann kommt Oma, Opa, wann kommt Oma, Opa? Jetzt habe ich denen ja so einen Timer angemacht. Ne? Ja, ne? Der läuft so rückwärts. Und wenn dieses ganze Bild einmal so sich so freigedreht hat, was in 45 Minuten der Fall sein wird, dann sind Oma und Opa da. Nein,
Und die beiden haben sich vorgenommen, so lange auf dieses Handy zu glotzen, bis Oma und Opa dann auch wirklich da sind. Ich kann sie nicht davon überzeugen. Was bin ich? Auf deinen Fuß getreten. Du bist auf meinen Fuß getreten. Ich bin auf deinen Fuß getreten? Oh, ich entschuldige mich tausendmalst. Auf wen wartet ihr? Immer so spät, ja, die haben ja auch einen weiten Weg, ne? Nee, die kommen immer so spät. Ich hoffe, ich bin auch mal so beliebt, wenn ich Opa bin. So, wollt ihr jetzt so lange hier sitzen, bis Oma und Opa da sind? Ja, wann kommt die? Die kommen gleich. Wollt ihr so lange hier warten? Wann kommt die? Jetzt kommen die gleich. Wann kommen die? Jetzt 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 gleich. So geht's schon den ganzen Tag. Nachdem gestern also die Küche hier rausgeräumt wurde, ist jetzt hier ein großes Nichts. Oh, meine Frau ruft gerade an. Hallo. Na, mein Schatz? Na, ich stehe hier gerade in unserer leeren Küche. Oh Gott, ja, man hört. Ich höre mich nur ganz kurz melden, weil ich muss jetzt doch wieder rein. Ich besser mal nach meiner Wettershow anrufen sollen. Opa ist gerade mit den kleinen Brötchen holen. Und Oma macht sich gerade fertig. Und dann kannst du mir dann noch Futter schicken und dann rufe ich dich gleich wieder an. Ich muss jetzt reingehen. Aber ich rufe dich dann noch an, ja? Okay, bis später. Bis gleich. Tschüss. Tja, alles etwas provisorisch mit Kaffeemaschine und Toaster auf dem Boden, auf dem dreckigen. Und Babyfon. Meine Eltern waren so lieb und haben gestern hier sogar noch ein bisschen sauber gemacht. Den Kühlschrank haben wir erstmal hier so ein bisschen in die Kinderzimmer-Lounge, keine Ahnung was, Ecke gestellt, weil da wäre ja sonst alles aufgetaut. Und der wird heute abgeholt, nachdem wir dann die ganzen Sachen in den neuen Kühlschrank geladen haben. Das ist schon aufregend. Ich hasse das ja, ne? Wenn alles so extrem chaotisch ist, unaufgeräumt. Kriege ich echt persönlich die Krise, ne? Aber geht ja nicht anders. Ja, Töpfe. Und das dreckige Geschirr wird dann halt so lange hier abgewaschen, im Gäste-WC. Super. Wart ihr beim Bäcker? Ja. Was ist denn da drin? Bäcker, Croissant? Ja. Ah, leckeres Brötchen. Guck mal, was da jetzt noch drin ist. Das habe ich auch. Guck, du auch. Ah, guck mal, die Mama ruft an. Warte mal. Hallo. Oh, hier ist gerade Großalarm. Guck mal, wer hier ist. Nein. Ne? Man hört gar nichts. Tüten. Guck mal, so sieht das jetzt hier aus in der Küche. Das ist ja echt der Wahnsinn. Da ist ja nichts mehr. Nee, ganz leer. Ich zeig dir, wo der Kühlschrank ist. Ja, zeig mal der Mama, wo der Kühlschrank ist. Nimm sie mal mit. Nimm sie mal mit. So, guck mal. Ja. Versteckt. Da steht der Kühlschrank. Witzig, ne? Das ist aber jetzt nicht. So, guck mal, die haben jetzt Hunger. Ihr wollt jetzt das Croissant essen, ne? Ja. So. Und wann kommt die neue Küche? Kommt die dann gleich? Ja. Die neue Küche kommt gleich. Ja, wir warten quasi drauf auf die Monteure. Das ist ja aufregend. Ja. Ihr könnt mir ja vielleicht noch Fotos schicken. Okay. Okay. Tschüss. Sag mal Tschüss zu Mama. Tschüss. Tschüss. Die Mama. Mama. Die Lilly ist abgelenkt, weil sie gucken muss, wie die Küche angeliefert wird. Oh, 33 Grad. Guck mal. Weißt du, ich zeig dir mal meinen Schmetterling. Ja, okay.
super. Die Dame des Hauses ist gekommen, um sich das Werk anzuschauen, das vollendete. Ich bin schon sehr gespannt. Ja. Lilly, kommst du mit? Küche angucken? Lilly geht vor. Lilly geht vor. Oh, schau. Und? Boah, der Raum, der wird gleich viel größer. Ja, ich habe schon alles mal so ein bisschen hingestellt und aufgebaut. Inklusive einem leicht vertrockneten Basilikumtopf. Und Lilly, wie findest du die neue Küche? Wie findest du die Küche? Oh, weg. Ja, jetzt muss man sich mal vorstellen, meine vorher war ja wirklich. Und jetzt ist ja sogar so, dass wir teilweise hier noch leere Fächer haben, obwohl alles eingeräumt ist. Was hast du? Ein Baby? Oh, das fängt heutzutage viel früher an als damals. So, und? Ja. Herzlich willkommen im Zirkus. Hier war früher so ein Regal. Da sind jetzt noch die Löcher zu sehen. Das müssen wir mal mit einem Maler noch übermalern. Ja, aber ansonsten ist es echt cool. Dass ich ja das alles ausgesucht habe, ne Peter? Hast du gut gemacht. Und also ich mag gerne, dass das hier schwarz ist. Na, das sieht auch nicht mehr so schrammelig aus, da sieht man auch die Wasserflecken nicht so. Und wisst ihr, was mir jetzt sofort auffällt? Nee, was denn? Ja, ich glaube, wir brauchen einen neuen Tisch. Wieso? Ja, weil jetzt irgendwie, ich finde, dadurch, der Raum wirkt irgendwie durch die Küche jetzt viel größer. Aber der Tisch, der wirkt jetzt so, als würde da ein Stück fehlen. Also der muss jetzt bis hin, auf jeden Fall bis hier gehen und hier müssen noch mehr Plätze hin. Konsum, Konsum! Noch mehr kaufen, Tisch! Dann können noch mehr von unseren Freunden hier Platz nehmen. Und jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie eine einmalige Aufführung. Moment, Lilly, erst verbeugen. Jawohl. Sehen Sie die einmalige Lilly im Buch. Mit dem Reifenkunststück. Und jawohl! Macht sie das nicht bezaubern wie im chinesischen Staatszirkus? Und das erste Mal exklusiv und live zur Deutschlandpremiere. Lilly im Hof mit ihrem Reifenkunststück. Und verbeugen. Verbeugen. Jawohl! Nochmal verbeugen. Super. Was ich an dieser Küche ganz besonders toll finde, ist, dass immer noch Platz ist für unsere Kuckucksuhr. Und ich finde ganz besonders toll, dass ich auf die Griffe verzichtet habe. Oder, was sagt ihr dazu? Wo sind die Griffe? Ja, finde ich nicht auch, dass das jetzt hier so einen großzügigen Look gibt? Sag ich mal, aber unsere Schubladen sind immer noch ziemlich chaotisch. Aber dafür, nee, aber es war jetzt total viel Platz. Guck mal hier. Ui, Töpfe. Guck mal hier, warte mal, was ist denn hier? Achso, nee, hier, guck mal. Oh,
einfach kann man gleich... Vorhin, als die Luisa reingekommen ist, hat sie sofort gesagt, oh, ein Fernseher! Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass es aussieht wie ein Fernseher. Ja, ist aber natürlich eine Dunstabzugshaube. Guck mal, hier ist jetzt überall so viel Platz. Ich zeige nochmal unsere Schränke. Oh, wie ordentlich! Also, ihr Lieben, das war's. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt zu unserer Küche, dann schaut doch mal in die Infobox, da findet ihr alles dazu. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns und wir freuen uns auch auf eure Kommentare. Herr Peter? Ja, Kommentare. Tschüsschen, Küsschen.